Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongus Jakob von den Frakta und ich bin in Imperator Rom. Das ist das zu dem Zeitpunkt neueste Produkt von Paradox, von den schönen Firma. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es eine schöne Firma ist, aber es ist auf jeden Fall als Publisher und als Entwickler ein Studio, das aus der ganz, ganz kleinen Nische gekrochen kam und mittlerweile doch einen relativ beachtlichen Status irgendwo erreicht hat. Bekannt geworden eben für seine Grand Strategy Spiele, die ja eigentlich immer so eine Nische abgedeckt haben für die Extremzocker. Da sind die großen Reihen sind da natürlich Hearts of Iron für die Zweite Weltkrieg Fans. Was habe ich Teil 3 hart gesuchtet. Bei Teil 4 muss ich leider sagen, den haben sie verkackt. Den haben sie halt irgendwie für die oberflächlichen Mainstream Casual von Mobile-Spielen verseuchten, keine Ahnung, was Leuten versucht zu machen. Das mag sein, dass die das toll finden, aber alle richtigen Fans von Hearts of Iron, mit denen ich gesprochen habe, sagen Teil 4, kannst du knicken, spiel Teil 3, zieh dir die gescheite Mod drauf und dann viel Spaß. Ja. Dann die andere große Reihe ist natürlich Europa Universalis, da muss ich ganz ehrlich zugeben, mit der Reihe, wo ich nie war, das war mir immer einfach zu oberflächlich, von allem ein bisschen, aber von nichts richtig. Dann eine schöne Reihe ist Victoria, die finde ich richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Crusader Kings ist eine Reihe, da hat gerade der zweite Teil mich so hart gesuchtet. Muss eigentlich ehrlich zugeben, noch nicht mal unbedingt so mit dem Spiel selbst, sondern eher durch die Mods, die es dafür gab. Vor allem die Warhammer Mod, aber auch die Game of Thrones Mod, also die Westeros Mod. Sehr, sehr geile Spielreihe und dann gibt es noch diverse Kleinstableger, die haben auch schon mal was mit Rom versucht. Ich glaube, das habe ich sogar schon im Archiv. Das haben sie grandios gegen die Wand geklatscht. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier mitgemacht haben. Ich finde es interessant, dass sie das immer noch auf der Clausewitz-Engine aufbauen lassen. Die ist mittlerweile doch schon etwas betagt. Die müssen sie schon heftig aufgebohrt haben, damit ich da sagen kann, jawohl. Das Funst. Alles, was ich von Imperator Rom bis jetzt weiß, ist A, wir haben freies Steam-Wochenende, deshalb bin ich auch hier, auch wenn ich es leider verpeilt habe und jetzt die letzten 2 Stunden oder so zumindest noch reingucken will kurz. Ich hatte vor allem mal mitgekriegt, es hat einen extrem holprigen Anfang, also sie haben wohl das mittlerweile, ja, wobei es hat sie wieder ein bisschen nachgelassen, dieses Bugfest bei Release, also dieses lasst uns ein halbfertiges, unreifes Spiel mit Baustellen und schlechten Ideen einfach mal für den Vollpreis ins Volk werfen. Gucken wir mal, was dieser lustige, bezahlte Open-Beta-Test uns bringt und dann überarbeiten wir das Ganze nochmal. Und dadurch haben die sich scheinbar auch wieder eine ganze Reihe von Leuten verkrault und sich ziemlich viele schlechte Bewertungen eingefangen. Mittlerweile soll es aber wohl sich gefangen haben und wirklich gut spielbar sein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Interessant fand ich, dass mein Computer hier gerade irgendwie mal gepflegt gefühlt 10 Minuten damit beschäftigt war, das Spiel zu laden. Also vom Performance-Hunger, Respekt. Ja, machen wir mal Tutorial, damit ich reinkomme, was sie überhaupt von uns wollen. Das Interessante finde ich, wenn ich den Ladeschirm sehe, denke ich, ach guck mal, ein Total War-Spiel. Das sieht ja aus wie aus einer Rom, na, aber eigentlich sogar eher aus einer Medieval 2. Aua! Aua, das war gerade laut im Ohr. Hey, du Witzka! Roma Invicta, genau. So.
Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Hä, warum ist denn die Elbe nicht da? Ah, ist sie. Sie wird uns bloß noch nicht angezeigt. Also hier das Gebiet zwischen Rhein und Elbe, da wo eben dann die berühmte Varusschlacht wohl irgendwo war. Vermutlich auf dem Schlachtfeld von Kalkriese. Das lassen sich vielleicht noch für ein paar DLCs offen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Genauso wie die arabische Halbinsel. Oh ja, das denke ich ist alles DLC-Gebiet hier. Nordafrika und die arabische Insel, die arabische Halbinsel. Naja, sagen wir mal, es ist auch so genug Spielplatz da. So, jetzt klingeln die Ohren nicht mehr so. Schön, also grundsätzlich erstmal, wow, geil, das sieht nach dem Spiel eigentlich für mich aus. Richtig viel Material, richtig viel Tiefe, viel Infos, viel Zeug, Stellrädchen, an die ich irgendwie rumdrehen kann. Ganz viel Mikromanagement, da geht mein Herz auf, ja, das ist so... In diesem Spiel werde ich hunderte von Steam-Stunden verbringen. Das weiß ich jetzt schon. Gut, es war ja schon vorher auf meiner Steam-Wunschliste. Das hat sich jetzt mal verstärkt. Ich hoffe, es ist zum Weihnachten im Sale. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder hier. jetzt, bevor ich hier das Tutorial schmerzfrei hier Truppen aushebe wie Tier... Also im Moment würde ich ehrlich sagen, sehe ich hier einen Mischmasch aus Europa Universalis, Victoria und so ein ganz kleines bisschen von Crusader Kings, wenn ich das richtig sehe, mit Familien. Natürlich nicht so schön wie, oder nicht so tiefe wie bei Crusader Kings 2, da haben sie es, da ist das ja im Prinzip das Kernelement. Das würde hier bei Rom ja nur bedingt Sinn machen. Oder so gut wie gar nicht. Oder wenig.
Also hier das mit diesem Stadtgebäude, das erinnert mich so ein bisschen an Europa Universalis, mit den Ressourcen und den verschiedenen so Funktionen erinnert mich so ein bisschen an Victoria. Auch hier mit den Bevölkerungen und so. Es macht ja auch durchaus Sinn, mal bei den eigenen Spielreihen, bei den vier Hauptreihen zu gucken, was kam bei den Leuten gut an, was nicht so gut oder was könnte man tatsächlich verknüpfen, produktiv. Als ich jetzt richtig sehe, aber Rom. Ach so, das sind unsere lokalen Gefolgsleute. Ah nee, das sind Verbündete. Das da gehört zu uns. Streubesitz. Müssen wir zügig verbinden. So, so müssen wir zügig hier, dass die Republik mal in Schwung bringen. Bau den Aquädukt in Rom. Okay. Roma. So, bauen. So, ich nehme an, dass das jetzt irgendwie gebaut wird. Das wird jetzt irgendwie nach und nach wohl passieren. Ah ja, spielt mir gut. Ach so, die ganze Provinz. Ah, das hier, was hier so umrannt. Ah ja, okay. Ah, das gute Gräschen. Die Römer wissen was Feines. Nein, das ist natürlich Nutzhanf. Ja, hier geht es um Klamotten und Taue und Öl und hast du nicht gesehen, was man alles herstellen kann. Ich glaube, Papier haben sie nicht hergestellt. Das haben sie tatsächlich noch hauptsächlich aus Papyrus gewonnen. Wobei, das ist eigentlich eine gute Frage. Die Ägypter haben es natürlich aus Papyrus, aber es ist natürlich. Und das moderne Papier kommt, ja, kannte die ja eh noch nicht. Das ist ja so erst aus dem Fernen Osten nach Westen danach nach gesickert. Und nachdem die ägyptischen Vorkommen an Papyrus ja an die Muslime verloren ging in der Spätantike, Querschrift Frühmittelalter, hat sich ja dann wieder das Pergament durchgesetzt, als so das übliche, auf dem man rumkritzelt. So. Achso, das muss jetzt erstmal fertig werden. Okay. Rotiert Fisch nach Latzen. So, also es erschlägt einen erstmal. Jetzt exportieren wir doch auch mal was, damit man mal Geld verdienen oder irgendwie so. Ach, das kostet mich sogar noch Geld. Ach so, aber weil Capua mir gehört, gibt es ja wenigstens einen Boni, okay. Keine Route herstellen. Da auch nicht. Was mit Capua?
Purpur. Eins von eins. In Rom hätte ich sogar noch. Könnte mir noch was. Das ist natürlich eine schicke Sache. Striverien. Ja, von mir aus. Das lassen wir mal erstmal noch offen. Ich würde ehrlich gesagt auch sagen, wir lassen mal ein bisschen Zeit laufen. Na, guck mal, das ist der Kartenmodus. Das ist so Landschaft. Das ist politisch. Kultur. Religion. Handelsgüter. Provinzen. Versorgung. Festigung. Würde ich eigentlich fast sagen, dass politisch am sinnvollsten erstmal ist, um ein bisschen den Überblick zu behalten. Na, wer mag uns denn und wer hasst uns? Die können uns gut leiden. Ah, das sind unsere direkten Nachbarn. Das sind wahrscheinlich alles Bundes... Ah ja, genau, das sind alles Bundesgenossen. Ja, das ist ja gar nicht schlecht, wenn man da schon mal ein paar hat. Zapfen wir erstmal die Knete an. Wenn das die SPD hört, dass die Vermögenssteuer eine große Deckung, ein großer Fortschritt ist. Na gut, die haben immer ganz andere Probleme. So, was, wir können uns noch eine Erfindung leisten. Wahnsinn! Sensationell! Achso, weil wir so viele Forschungspunkte haben, oder was? Ah ja, na dann. Was ist das da? Diplomatische Umstärke, Armeen, Nahrung. Das hört sich doch vernünftig an. Tolle Sache. Achso, wir können im Prinzip das weitermachen, bis die Knete alles... dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen bremsen. Genau, drei Importrouten haben wir. Das haben wir gerade angeguckt. Meine Herren, hier, der Computer, der rollt, der hier geht der Lüfter an. Was, das Spiel, der zieht dermaßen Performance. Wer hätte das denn gedacht? Die haben aus der Engine nochmal so richtig gekitzelt, was ging. Der Vorteil ist natürlich für die Leute, die sich mit dem Paradox spielen, zumindest die letzten 3-4 Titel etwas beschäftigt haben, die kommen relativ schnell rein, weil das, sagen wir mal, grundsätzlich vom Menü, vom Interface vertraut ist.
und optisch alles. Also diese ganzen Zusatzdinge, das muss man halt erstmal ein bisschen lernen, aber grundsätzlich kommt man da relativ gut rein. Ich denke, für jeden, der das dazu noch nie sowas gespielt hat aus diesen vier großen Reihen, für so einen Spieler, den erschlägt das erstmal. Das ist dann so ein Spiel, der hätte man in den 90ern, hätte man da so ein telefonbuchdickes Handbuch mit in den Karton so wie das MS-DOS-Handbuch damals. Da konntest du auch einen mit totschlagen mit dem Ding.